Zügen arbeiten. Die Stadt schläft noch und die meisten Fahrgäste auch. Für mich ist ganz Zürich mein persönlicher Arbeitsplatz. Es sind so Kleinigkeiten, die es ausmachen. Jeden Morgen zu sehen, wie Zürich verwacht. Oder ganz einfach mit dem Tram arbeiten. Alle 7 Minuten kommt eins. Es ist schon noch viel wert zu wissen, dass wir etwas beitragen zum Ganzen. Die Leute zählen auf mich, respektive auf uns. Bellevue. Die Stimme ist immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Nimmt mich Wunder, zu wem sie eigentlich gehört. Die grossen Fahrzeuge haben mich schon als Kind extrem beeindruckt. Und der Chauffeur war natürlich mein Held. Das ist auch heute noch so, für den einen oder anderen. Neben den Sehenswürdigkeiten und dem See kannst du in Zürich noch ganz viele Sachen erleben. Und egal, wo du hin willst, mit der VBZ kommst du eigentlich überall hin. Auch wenn es am einen Ort mal eine Pause gibt, heisst nicht, dass noch jemand anders niemand arbeitet. Auch hinter den Kulissen passiert einiges, damit alles wie es perfekt ist, ein Uhrwerk abläuft. Ein schönes Zusammenspiel hat. Mein persönlicher Ausgleich ist mir wichtig. Weil die Lösungen, um unser Zusammenleben besser und umweltschonender zu gestalten, beschäftigt mich manchmal bis spät am Abend. Da bei uns funktioniert es zum Glück schon recht gut. Wie bewegen wir uns echt in Zukunft in der Stadt? Ein paar Mal im Monat mache ich die Spatschicht. Ich sag's dir, das ist alles. Finde die Vielfalt der Stadt einfach spannend und eine super Abwechslung. Jeder, der ohne Sorgen will festen, fährt mit uns. Und ich bin mit drin. Früher sind wir jedes Wochenende auf Gas. Ich mag mich noch erinnern, wo wir abends auch mal auf der Nachtbus gerannt sind. Die Zeiten sind vorbei. Aber mitfahren tue ich trotzdem noch. Während die einen gehen, machen sich andere erst auf den Weg. Und wir sind immer da.